Halli, hallo, Hallöchen. Ja, ich melde mich auch mal wieder zurück. Einfach nur just for fun. Ich werde jetzt einfach nur ein paar Mal Play an uns hochladen. Mal schauen, wie es ankommt. Ich mache es nur just for fun, nicht für Klicks oder irgendwas. Ich mache einfach nur, damit ich ein bisschen was zu tun habe. So nebenbei. Ja. Dieses Video werde ich komplett hochladen, egal wie es laufen würde. Oder wie es laufen wird, das Game jetzt. Ihr müsst mir einfach nur mal sagen, wie ihr es besser findet. Entweder zusammengeschnitten, so wie das letzte Video, einfach nur die Highlights. Oder jetzt so ein komplettes Gameplay. Ich hoffe, ihr hört mich auch wegen dem schrecklichen Lärm hier. Ja, und jetzt werden wir einfach mal schauen, was reißen. Vielleicht auch gar nichts. Sind instant tot. Ich bin jetzt auch nicht der beste Spieler. Aber es würde mich mal interessieren, ob ich lieber Videos cutten soll, wie ihr das halt besser findet. So werde ich es dann halt auch machen. Oder halt ein komplettes Gameplay. Ich spiele jetzt gerade alleine. Die nächsten Games werden dann aber nicht alleine sein. Mehr hier Military ist. Zack. Hier ist keiner. Das ist schon mal. Okay. Netzwerkverzögerung. Okay. Das kann mal passieren. Hoffen wir, dass es auch noch weitergeht. Genau. Oh Gott. Erstmal 10 Kilometer weit weggetragen worden. Hoffen wir, dass es selber auch gut läuft jetzt. Ich habe im Military einen hinten gesehen, hinten am Berg. Ich weiß jetzt nicht, ob rechts noch wer gelandet ist. So, gehen wir erstmal ein bisschen looten. So. Hier ist schon mal nichts. Und sorry, wenn ich irgendwas übersehen sollte. Kann mal passieren. So, zweifach erweitertes Mündungsfeuerdämpfer für Sniper ist immer gut. So. Eine Waffe fände ich besser. Haben wir schon mal einen Helm. Aber immer noch keine Knarre. So. Und sorry, wenn man meine Tastatur hört. Das ist. Kriege ich leider nicht komplett weg. Ich habe schon nachgeschaut. Tastatur und Maus müsstet ihr hören. Noch ein Zweifach, noch ein Vierfach. Oh Gott. Wie wär's mal mit einer Waffe, Leute? Zweifach kann ich wegschmeißen. So. Gehen wir mal hier raus. Gehen wir mal zur Police Station. Wo ist eigentlich die Zone? Okay, Zone ist ganz okay. So, was haben wir hier für Wummen drin? Da lag irgendwas mit 9 mm. Okay, hier haben wir mal eine meiner Lieblingswaffen, M4. Und natürlich auch nur, wenn die voll ausgerüstet ist. Das waren meine Schritte. Hab mich kurz gewundert. Ein Level 3 Rucksack. So, gucken wir kurz, das war eine UMP. Kann ich eigentlich mitnehmen. Ist für den Nahkampf doch sehr, sehr stark. Ich stelle die mal auf Single. Die mache ich mal auf Auto. So, gehen wir mal zum Radioturm. Ich spiele Solo eigentlich relativ selten. Das wollte ich jetzt eigentlich nur machen wegen einem Video mal. Um ein bisschen zu talken. Aber viel fällt mir auch gerade nicht ein. Deswegen. Ich denke nochmal das Gameplay. Ich sollte eigentlich mal mehr schauen, ob ich Gegner sehe, oder? Ach, Level 3 hatte ich schon. Einfach habe ich. Es gehen echt wenig Leute. Military finde ich. Kann sein, dass ihr jemanden seht, aber ich nicht. Bin auch manchmal echt einfach nur blind. Aber schön. Tactical Stock. Energy. Da ist die Tür noch zu.
Ja, kann auch echt sein, dass ich wirklich alleine hier bin. Das passiert eigentlich oft, weil keiner Lust hat, Military zu gehen, weil sie denken, sie sterben direkt. Aber im Grunde genommen fallen hier die wenigsten Leute runter. Aber hier gibt es halt so geilen Loot, das ist halt echt unfassbar. Da liegt wahrscheinlich noch ein Compressor für Sniper. So, machen wir mal kurz Rotpunkt hier drauf. So, ich gehe mal erst gerne auf die Baracken, das ist eh der beste Loot. Ich hätte mal gucken müssen, ob die Tür auf ist. Nehmen wir nochmal ein erweitertes mit. Ist der Dutch da hinten normal? Ist jetzt die Frage. Naja. Okay. Das hasse ich jetzt schon. Zu wissen, hier ist einer, der auch gelootet hat, wie man sieht. Aber man ihn nicht sieht. Ist zum Kotzen. Rein gehe ich natürlich jetzt nicht. Wechsle auch lieber jetzt gerade auf AR. War da gerade wer? Oh Gott. Hab schon Hallos. Gerne wissen, wo der Boy ist. Das hasse ich halt alleine spielen. Das ist immer so. Viele vercampen sich irgendwo und warten halt drauf, bis Leute kommen. Aber da sehe ich ihn doch. So, der ist schon mal tot. Der hat auch guten Loot, denke ich mal. So. Und sowas hätte ich jetzt, ich hätte jetzt die Anmoderation reingeschnitten, den Kill reingeschnitten, wenn ich jetzt sterbe, mein Tod natürlich, oder wenn der nächste Kill kommt, den halt wieder. Hätte ich halt alles reingeschnitten, müsste mir halt sagen, was denn besser rüberkommt. So, wo wolltest du denn hin, mein Freund? Mit deinem 8-fach-Sucher und 3er-Helm. Naja, so guten Stuff hast du jetzt auch nicht gefunden. Ne? So, die Zone kommt wieder. Der hat wahrscheinlich die Baracke da gelootet. Gehe ich jetzt nur. Was mache ich? Autos stehen da vorne genug. Gehe ich nochmal hier drauf. Falls er den jetzt nicht mitgenommen hat. Ich habe immer noch keinen Frontgriff und so einen Scheiß. Schnellwechselmagazin braucht keine Sau. Für sowas bin ich hier oben. Eine Pfanne, ja, ja. Oh ja. So, da haben wir die schon mal komplett. Ich hätte halt gerne eine K. Ich spiele halt, meine Lieblingswaffe ist eine K hier. Oder halt die anderen One-Shot-Sniper. So. Wie weit ist denn die Zone schon? Gar nicht weit, ich habe noch Zeit. Wie sieht's hier aus? Was habe ich für eine Weste auch? Level 2, dann brauche ich die da nicht. Zack, okay, ist auf jeden Fall ungelootet. Ach, schade. Schalte einfach für AR, wäre jetzt top. Ich werde auch, denke ich, hier so viel übersehen. Noch ein Level 3 Rucksack. Eine SKS, die nehme ich natürlich lieber. Zack, Mündungsfeuerdämpfer. 8-fach haben wir drauf. Können wir 9mm wegschmeißen. Brauchen wir das erweiterte Magazin auch nicht mehr. SKS spiele ich eigentlich relativ ungern. Weil es einfach eine Scheißwaffe ist. Ich kann damit nicht spielen. Dann schieße ich lieber mit K. Wenn sich jemand nicht bewegt, Headshot, kein Level 3er Helm, instant ausgenockt. Oder hier halt bei Solo tot. Das mache ich halt viel lieber. So, ist die Zone, komme ich noch zu meinem Lieblingsspot, ja. So, hier noch richtigen Metz gucken.
Und ich bin halt in Solos, finde ich grottenschlecht. Weil ich spiele super ängstlich. Ich weiß auch nicht wieso. Aber das machen die meisten. Die meisten campen ja einfach nur rum. So, eigentlich habe ich jetzt genug Muni. Na, Granate nehme ich noch mit. Schnell, genug Munition habe ich. So, noch ein Energy. MP. Zwei Weste. So, eine Zweier. So. Was haben wir denn hier? Schalldämpfer. Und Cheekpad. Nice. So. Noch ein Level 3er Helm. Brauchen wir jetzt nicht. So, Zone müsste jetzt gleich da sein. Ich hau jetzt auch gleich wieder ab, aber hier oben ist normalerweise super Loot. Natürlich jetzt nicht. So, wie viel Zeit habe ich noch? Ein bisschen. Habe ich Boosts genug? Dann werde ich jetzt einmal noch hier durch laufen und gucken, ob ich noch. Was habe ich denn da aufgehoben? Ach, natürlich mit so einem Scheiß. Ich hätte liebend gerne eine K oder einen Schalldämpfer, darauf hoffe ich jetzt momentan. Zack, da ist die Zone. Brauchen wir ein bisschen länger, um zu gucken. First Aid sind auch super. So, dann haben wir hier, dann boosten wir erstmal ein Energy. Also machen direkt zwei draus. Weil dann kann ich auch gleich direkt weiter. Zum Glück muss ich auch nicht so weit. Passt ja. So, nehmen wir auch wieder unsere Bombe in die Hand. Was liegt hier? Schnell wechseln, nur Kacke. Zack, zack, zack. Es könnte jetzt auch echt eine langweilige Runde werden. Hier war doch der Dacia, ne? Wo war der? Dahin. Oder ist ein Schrottauto, kann auch sein. Ja, wie gesagt, es kann jetzt echt eine langweilige Runde sein. Es kann sein, dass jetzt der Kill war und ich jetzt einfach nur hier rumdumpel und irgendwann durch einen Headshot ausgenockt werde oder gekillt werde natürlich. Was haben wir da? Fahren wir mit dem Buggy. Da ich die Metz ja habe, puste ich jetzt nochmal komplett ab. So. Jetzt auch los. Oh, ich habe die Effekte ein bisschen laut, das heißt, Auto ist ein bisschen lauter. Es kann jetzt auch sein, dass jemand die Brücke campt. Das hoffe ich jetzt natürlich gerade nicht. Oder dass ich natürlich nicht mein Buggy. Come on. Das war klar. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich von der Brücke beschossen werde. Oder von hier. Weil viele nutzen dies. Nehme ich halt das Auto. Viele benutzen diese Brücke, um dort einfach zu campen. Mache ich auch sehr gerne übrigens. Weil viele von dort aus kommen. Dann fahre ich noch ein bisschen Deckung oder halt vorher an und guck. Thank you.
wir können ja einfach mal den Camper spielen. Wenn jetzt hier hoffentlich auch keiner mehr ist oder wartet. Ja. Wo ist denn die Zone? Ja. Viel kann nicht mehr da sein. Wenn überhaupt da wer noch ist. Aber es gibt hier sogar eine Stelle, wo man gut unter den Wagen durchschießen kann. Dafür müsste ich aber so Deckung haben. Dann legt man sich hier hin und kann perfekt die kommenden Autos abschießen, ohne dass man direkt gesehen wird. Halt höchstens das Auto hier hinter mir. So, das könnte jetzt langweilig werden. Aber Zone moved auch schon rein. Das heißt, sobald die drin ist, die neue Zone bekannt ist, werde ich mich auch hier wegmachen. Ich krieg schon hier Paranoia. Ich hoffe natürlich, dass jetzt einer die Brücke kommt, dass ich ihn schön wegholen kann. Aber das vorne ist ja halt alles noch drin. Ne? Wie schon gesagt, viele trauen sich gar nicht Military gehen. Wir haben jetzt einen gesehen, den ich auch bemerkt hatte, der aber vorne hier irgendwo gestrandet ist und dann wahrscheinlich rübergelaufen ist. Ich bin schon mal froh, dass ich einen Level 3er Helm habe. Dann kann ich nicht instant weggeholt werden. Also mit dem Headshot ausgenockt werden. Außer mit der AWM, glaube ich. Da klappt das noch. Unser 8-Pass-Scope nehmen wir ein bisschen gucken. Das ist ja jetzt alles noch Zone. Das heißt, da könnten sich überall noch Spieler aufhalten. Ja, gleich die nächste Zone bekannt. Und dann schauen wir einfach mal. Was ist das denn? Das ist ja mal echt krass. Jetzt habe ich ein Problem. Auf der Brücke stehen zu bleiben, ist die eine Sache. Ich kann hier von wirklich vielen Seiten geschossen werden. Ich würde mir den auch jetzt eine etwas bessere Deckung umbauen. Mehr nach da hinten hin. Weil sich da hundertprozentig viele tümmeln werden. Ja, bleibe ich jetzt hier stehen oder... Ich glaube, von da wird keiner mehr kommen. Ich sollte mir eigentlich einen besseren Platz suchen in dieser Zone. Ich weiß nur nicht gerade wo. Ich gehe gerne in so einen Watchtower rein. Da ist auch noch einer. Das ist, glaube ich, keiner. Ich weiß nicht, ob ich da hinfahren soll. Danach ist die Zone wieder anders. Okay, in der Brücke bin ich auch ziemlich geliefert. Ja, fahren wir, komm. Vollgas. Hoffe ich mal, dass wir diese Tour hier überleben. Da ist schon mal Tür auf. Da gehe ich jetzt auch nochmal instant rein. So, auf Auto stellen. Und rein hier. Hier ist er nicht. Okay, hier auch nicht. Können wir uns die Granate noch mitnehmen? Okay. Guck mal, da sehen wir ihn sogar. Wenn ich jetzt die SKS für einen Headshot, wenn es klappt. Ja, komm schon.
natürlich nicht. Boah, ich hasse dieses Fenster. Jetzt ist er wieder da reingegangen. Wahrscheinlich. Aber wenn mir sowas passiert, ich krieg echt. Ich krieg zu viel. So, und worauf hat er geschossen? Da steht auch noch ein Dacia. Als ob hier keiner im Haus ist. Oder der ist natürlich darüber gelaufen. Da ist er doch wieder. Ich habe noch auf Auto stehen. So, da ist mein Friend. Hört sich nicht gesund an. So. So, hoffen wir, die nächste Zone ist auch gut für uns. Sind eigentlich relativ mittig. Kann aber jetzt sein, dass oben ist. Oder so. Ja, jetzt werde ich eigentlich relativ spät erst moven. Übrigens, bescheuerte Zone, hier ist überall Gras, da legen die sich so rein und man sieht einfach gar nichts. Wenn jemand noch einen Ghillie hat, dann erst recht nicht. Auto? Oder Motorrad? Oh Mann, ey, come on. Nehme ich mir Motorrad. Okay. Na. Oh, er hat geflippt. Natürlich. Ey, Leute. For real. Ich kann ihn nicht treffen. So, jetzt. Okay, er hat aufgegeben, das steht schon mal fest. Zone move gleich, ich würde jetzt. Oh, hä? Bin ich jetzt geportet? Oder? Keine Ahnung. Weiß nicht, was das war. So ein Painkiller reinziehen, weil ich jetzt move werde. Mein Auto macht immer noch geile Geräusche. So, ich werde hier unten ein bisschen am Strand lang gehen, weil hier ist diese Stelle, wo ich meine, da legen sich einfach die Leute rein und man sieht sie nicht. Da muss ich aufpassen. Und hier. So, hier kann jetzt auch einer schon drinnen liegen und man sieht ihn einfach nicht. Ich werde mir ein bisschen Deckung vom hier Hang des Strandes holen. Kann ich nicht mal gut. Oder doch hier? Ne. Ist noch nicht drin. Und zwar erst jetzt. Aber jetzt bin ich vom Haus ziemlich weit, ziemlich offen. Aber ich versuche euch natürlich hier einen Sieg zu liefern. Ob das dann klappt, ist die andere Sache. Vorne ist auch ein Stein, der wäre auch perfekt für mich. Ich glaube, den nehme ich mir. Vor mir die Häuser sind natürlich auch wahrscheinlich Spieler drin. So, Zone ist drin. Läuft hier noch ein Spieler rein. So, nächste Zone ist relativ bescheiden. Einfach nur bescheiden.
Bei den Häusern dahinter, da müsste ich eigentlich wieder zurückmoven. Ich glaube, das werde ich jetzt auch schon tun. Guck nochmal kurz auf die Häuser, dass hier keiner ist. So, dann move ich auch wieder zurück. So, schnell hinter die Böschung. Dass von hinten mich keiner abballert. So. Jetzt haben wir erstmal gute Deckung. Achso, ja, der Drop direkt hier. Okay, der Typ ist jetzt schon drin. Der wird sich in das Haus verkrümeln. Das, was einfach viel zu viele hier machen. Ich warte jetzt noch ein bisschen die Zone ab. Ich habe die langsame Seite gerade bei mir. Hier geht es langsamer als hier oben. Muss halt jetzt ein bisschen schauen, wie ich es mache. So, den haben wir schon mal. Ich denke mal, das war auch der Typ. So, ein Drop ist keiner. Muss jetzt nochmal boosten. Da geht tatsächlich einer zum Drop. Alles klar. Dann gehen wir hin. So, jetzt muss ich vorpushen. Ich hoffe, hier ist in dem Haus keiner. Sonst habe ich eine Arschkarte. Oder ich suche mir direkt Deckung. So. Nächste Zone ist weit vorne. Ich weiß jetzt nicht auch, ob ich den Drop holen soll. Es sind jetzt noch vier andere Spieler. Ich denke wirklich, dass da einer drin ist. Weil er ist mit dem Buggy gekommen. Hier ist das Auto noch. Nicht noch einer, oder? Wo ist er denn jetzt? Hä? Oder ist jetzt in diese Hütte gegangen? Kann ich mir aber jetzt nicht vorstellen. What the fuck? Okay. Das ist natürlich jetzt mies. Okay, nur noch zwei Leute leben. Ich werde jetzt nochmal komplett abboosten. Ich weiß, der ist ein bisschen raced. Ich hätte auch was anderes nehmen können. Aber ich move dann jetzt schon mal los. Ich glaube, ich habe hier den Hang noch für mich. Hoffe ich. Ich hoffe, dass hinter mir keiner ist. Ah, der kommt schon. Der Hang hier. Ich denke, dass er da hinten drin ist. Ich werde jetzt einfach mich versuchen hinzulegen. Und es klappt nicht. Okay. Ich weiß nicht, von wo er geschossen hat. Ich renne weiter. Ja, ich werde wahrscheinlich sterben. Ich habe Scheiß. So. Full Auto wird eingestellt. Okay, hier ist keiner drin. What the fuck? Vielleicht haben wir ja Glück und können das... Ach, es ist nur noch 1 gegen 1. Die Schüsse kamen von dort oben. Das heißt, er muss moven. Ja. Jetzt ist die Sache, ob wir dort gewinnen oder nicht. Ich würde es ja gern gewinnen. Und ob er mich gesehen hat, weiß ich auch nicht. Da oben ist er. Da
Da oben ist die Schweinebacke. Oh Gott. Haha. Okay, Leute. Der letzte war ein bisschen bekloppt im Kopf, hat mich nicht gesehen, wusste nicht, wo ich herkomme. War trotzdem eine schöne Runde. Ich hätte jetzt echt nicht gerechnet, dass ich Erster geworden wäre. Aber schreibt's rein, wie ihr es haben wollt. Wollt ihr nur den Anfang sehen, die 5 Kills und dann das Ende? Schreibt's rein. Ihr seid ja nicht viele. Bis dann. Haut rein.